Luchs, wie der Gepard genannt wurde, war stark abgemagert. Sein Fell war stumpf geworden und seine Augen waren rot. Wenn das Raubtier versuchte, aufzustehen, fingen seine Beine sofort an zu zittern und knickten ein. Alle Mitarbeiter machten sich Sorgen um das Tier, aber besonders besorgt war eine junge Frau namens Olga. Da sie erkannte, dass das Tier sterben könnte, äußerte sie die Meinung, dass es vielleicht von der Hand gefüttert werden sollte. Die Zoo-Angestellten stimmten dieser Idee nicht zu, das Risiko war zu groß. Immerhin war Lux ein wildes Tier und sein Verhalten war unvorhersehbar. Dann beschloss Olga, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Heimlich vor allen öffnete sie die Tür des Käfigs und ging hinein. Lux drehte nicht einmal den Kopf in ihre Richtung. Als die junge Frau ein Stück Fleisch nahm und es dem Geparden vorhielt, knurrte dieser leicht. So schien er sie zu bitten, ihn in Ruhe zu lassen. Dann tauchte Olga das Fleisch in Wasser und bot es dem Geparden erneut an. Lux fing an, das Wasser zu lecken und schluckte unbemerkt auch das Fleisch herunter. Danach seufzte er lang und drehte sich weg, aber zu diesem Zeitpunkt kannte die Freude von Olga keine Grenzen mehr. Sie verließ den Käfig und rannte zum Arzt, um Medikamente zu holen. Die junge Frau wusste bereits, wie sie weiter vorgehen musste. Olga begann, das Medikament in das in Wasser getauchte Fleisch zu geben. Von diesem Essen weigerte sich der Gepard nicht. Bald wirkte das Medikament und Lux begann, sich zu erholen. Ein paar Tage später, als Olga in den Käfig kam, stand das Tier auf und ging ihr entgegen. Die junge Frau begann, Lux auf den Kopf zu streicheln, und er schnurrte wie ein Kätzchen. Seitdem ging sie jeden Tag frei in den Käfig, und der Gepard, fröhlich und glücklich, eilte ihr entgegen, sobald er ihre Schritte hörte. Olga wusste, dass das Tier genau auf sie wartete. Aber zum großen Bedauern der jungen Frau wurde Lux im nächsten Sommer in den Zirkus gebracht. Als der Gepard in den Transportkäfig gesetzt wurde, begann er zu toben und zu brüllen, und Olga konnte die Tränen nicht zurückhalten. Die junge Frau blieb auch dann auf der Straße stehen, als das Auto bereits aus dem Blickfeld verschwunden war. 4 Jahre später brachte man Zirkustier für einen Film in den Zoo. Olga hörte zufällig, dass zusammen mit den anderen Tieren ein Gepard kam, der 2 Jahre zuvor nach einer schweren Krankheit erblindet war. Das Herz der jungen Frau schlug schneller, war es Lux. Das Raubtier befand sich in einem separaten Raum und Olga eilte zusammen mit einer Zirkusangestellten dorthin. Der Gepard aß und beachtete die Menschen nicht. Und plötzlich, als Olga die Frau nach dem Tier befragte, hörte es auf zu essen und drehte sich in ihre Richtung um, als es ihre Stimme hörte. Als das Raubtier plötzlich miaute, war alles klar. Olga rannte mit aller Kraft, um den Käfig zu öffnen, und der Gepard, der den Namen Lux hörte, stürzte sich verzweifelt auf die junge Frau und rieb seinen Kopf an ihr. Erstaunlich, aber nach 4 Jahren erkannte das blinde Tier, das längst einen anderen Namen trug, seinen Menschen. Und das alles, weil Güte, Aufrichtigkeit und Fürsorge wahre Wunder vollbringen.